Hallo liebe Freunde, hier ist euer Butze. Herzlich willkommen bei Teslagrad. Harald und sein Handschuh sind da, wo wir sie das letzte Mal stehen gelassen haben. Und als ich mir so das Video durchgeschaut habe, dachte ich mir, man könnte ja nochmal ganz hier vorne schauen. Da war nämlich etwas, was ich gegebenenfalls übersehen habe. Und zwar konnte man hier irgendwo sich hintragen lassen. Und ich hoffe einfach mal, dass das jetzt hier kein Quatsch ist, den ich euch erzähle. Nämlich da oben haben wir die nächste Schriftrolle. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie genau das klappt. Eventuell warten wir nochmal einen Käfer ab. Ich muss ja einfach sagen, der Soundtrack von diesem Spiel ist fantastisch. Ich merke schon, da kommen wir nicht hin. Man weiß nicht, was daraus werden soll. Nun gut, wir schauen gleich mal wieder auf die Karte. Und zwar waren wir schon da unten links. Gucken wir einfach mal. Das sind unsere Schriftrollen, die wir schon haben. So. Genau. Der musste da durch. Dann wird nämlich der aktiviert und das blaue X geht hier hoch. Ach, Harald. Was machst du mal? Hier sind wir in dem großen Raum. Kann man sehen, ob hier noch irgendwo ein weiterer Ausgang ist? Irgendwie nicht, ne? Na, mal gucken, ob wir dem Schattenhund hier einen auswischen können. So. Will aber auch nicht sterben, ne? Schade eigentlich. Schon wieder so lange her, dass ich das gespielt habe. Ja, man merkt es vielleicht. So, ich wollte heute auch mal nicht ganz so lange machen. Die letzten beiden Folgen sind dann doch etwas länger gewesen. Kann man ja keinem zumuten, so lange sich ein Spiel anzugucken.
Vor allem, wenn so ein Kacknub wie ich sich das hier reinzieht. Das kann man doch bestimmt irgendwann auch mal wegtun. Ups. Da hätte ich eventuell nochmal... So... Beamt er sich in die Wand. Gab es da oben denn noch was? Ich fürchte nicht. Naja. So, hier sind wir jetzt. Hier ist immer noch der Raum. Das ist interessant. Ich frage mich, wie groß dieses ganze Schloss dann hinterher ist letztendlich. Hier kamen wir auch weiter. Das war der Quetschraum. Tja. Weiß nicht so recht, wo es weitergeht. Ups. Ach ja, toll. Ist aber auch sofort tot und für jeden kleinen Mist. Das habe ich eingesammelt. Ja, wo muss ich denn hin? Ich muss ja irgendwie nach oben springen. Kann ich nicht mit dem Gerät? Oh. Bringt mir das irgendwas dahin gezogen zu werden? Na toll. Ich krieg's aber auch nicht hin, Harald. Es tut mir so leid, dass du so häufig sterben musst. Ah. Das ist neu. Das hat er mir auch nicht angezeigt. Das ist ja interessant. Tja. Da hinten geht ein Vorhang. Es war einmal in einem kleinen Tal. Die Vögel zwitscherten. Und auf einer Burg war irgendwas ganz Tolles angekündigt. Die Wachen hatten nichts zu tun. Doch da... Wikinger! Und der König... oder irgendwer Wichtiges mit dem Mantel... fragt... seinen Chefzauberer... nach einem ganz groben Kampf. Und er macht alleine den Wikingerkönig platt. Jawohl, mit der Energie des Blitzes. So einen Stock möchte ich auch. Kennt er das? Wenn er... Hui, jetzt wird er König. Euch
kämmt und dann blitzt das so schön hinterher. Das ist der Kamm, ich sag's euch. Der Aufzug nach oben ist frei. Und ich sehe schon da oben wieder eine Schriftrolle. Und ich schätze mal, wir müssen uns hier von Kandelaber zu Kandelaber beamen. Der Artstyle, der ist wunderhübsch. Ups. Komm schon. Harald, stell dich nicht so an. Bisschen hier Schwung holen. Nein, mag er nicht. Aber die Rolle, die kriege ich. Na? Ui, da fehlt noch einiges. Merken, da ist eine Rolle. Harald, der Unerschütterliche, springt von jeder Höhe. Na gut, ich würde sagen, wir haben den nächsten Bereich freigeschaltet. Da mache ich hier eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Tesla-Grad.